Es geht weiter mit Dungeons 3. Das ist auf Twitch übertragene Böse. Führt die Kampagne fort. Die Hauptkampagne. Andere gibt es nicht. Die Sumpflande von Aschenquell. Während die Schergen von Grimli Hammerhand nach Thalia und der Armee des absoluten Bösen Ausschau hielten, marschierten diese in der Düsternis der Sumpflande von Aschenquell langsam auf die Zwergenstadt Stahlschmiede zu. Diese idyllische Gegend bot die einmalige Gelegenheit, sich weitere Verbündete zu sichern. Untote. Sie sollen sich erneut erheben. So, die Untoten sollen sich erheben, um in unserem Namen erneut zu sterben. Und Hallöchen, dieses Zitronen-Emote. Wir haben als Achievements natürlich die Mission zu beenden, wie jedes Mal. Brains erweckt in der Mission mindestens 98 Untote und die Nacht der lebenden Toten auf Speed erobert in der Mission alle Friedhöfe in weniger als 25 Minuten. Na, dann gilt es wohl, keine Zeit zu verlieren. Auf geht's! Für die Horde müssen die Brauerei und die Arena erforscht werden, um sie auf Stufe 10 bringen zu können. Für die Dämonen muss die Halle der Entspannung und für Untote der Tempel erforscht werden, um sie maximal aufsteigen zu lassen. Die Halle der Entspannung klingt doch äußerst dämonisch. Findet ihr nicht? Während sich andernorts Grimlis Späher die Mühe machten, jeden Stein auf der Suche nach Thalia umzudrehen, und das meine ich wörtlich, war diese in Richtung Stadt Stahlschmiede aufgebrochen, dem Sitz des Zwergenkönigs. Allerdings hatte sie durch einen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl des überhaupt nicht taktvollen Bösen einen kleinen Umweg gemacht in die Sumpflande von Aschenquell. Hier lagen uralte, mit Flüchen belegte Gebeine längst vergessener Soldaten, unruhig in ihren Gräbern und warteten nur auf den nötigen Schubs, um sich endlich zu erheben und The Talking Dead nachzuspielen. Oder wie das heißt, The Modern Talking Dead. The Walking Dead? Vielleicht? Unglücklicherweise und natürlich völlig zufällig hielt sich Grimli, der rassistische Zwergenkönig, ebenfalls in Aschenquell auf. Ei, hackt mir Holz, ich hab nicht genug Ressourcen. Ich will nachher noch eine Kaserne errichten, um Ritter und Fußsoldaten anzuheuern. Außerdem brauche ich das Holz, um diese Palisaden... Welcher Schwachkopf hat denn bitte das verbrochen? Wenn ich mir meinen rechten Zeh abschneide, zieht der los und baut eine bessere Verteidigung auf. Los, bringt das in Ordnung. Und da drüben bauen wir noch einen Wachturm. Oder zwei. Der ist ja in Stimmung. Hohoho. Grimli ist hier. Ausgezeichnet. Ich werde dieser bärtigen Bierleiche seine ganzen verdammten Vorurteile aus dem Leib prügeln. Dabei werden mir diese Möchtegern-Untoten in ihren Gräbern gute Dienste leisten. Mal sehen, wie es dem besoffenen Tölpel schmeckt, ein paar nach Hirn hungernden Zombies entgegenzutreten. Nicht, dass er bei seinem mickrigen Spatzenhirn da Angst haben müsste. Thalia, willst du das nicht noch einmal überdenken? Untote? Wie tief sind wir nur gesunken? Ach, dich gibt es immer noch? Ich dachte, ich hätte dich in der letzten Mission schon endgültig vertrieben. Wie auch immer, halt die Klappe und lass mich arbeiten. Ich muss die lebenden Toten erwecken. Um also die Nacht der lebenden Toten zu Nami, viel Spaß im Lurk. Protagonistin, Gesandte des sich gerade mit einem Hähnchen schlägt. Ich wollte es gerade gar nicht sagen. Bösen, die größeren Friedhöfe der Region erreichen. Ob es den Lurk Commander aktuell überhaupt gibt. Rekrutieren. Wir sollen Aschenquellen einnehmen und als Bonusziel die Friedhöfe entweihen. Wir haben bereits unsere Farm. Wir haben den Vortex für unsere Dämoneneinheiten. Hier ist der Eingang. Hier ist unser Thronsaal. Unsere Schatzkammer. Und wie es aussieht, auch nicht allzu knapp an Ressourcen hier. Die erkundungsfreudigen Bösen hatten einen Raum im Untergrund freigebuddelt. Raum? Wo? Hier? Oh. Ah.
Dann würde ich sagen, legen wir hier erstmal ein paar Unterkünfte an. Für unsere dämonischen... Nee, für unsere hordischen Horden. Ah, einer der Schnodderlinge des glücklichen Bösen hatte ein verstecktes Arcanium entdeckt. Dämonen konnten hier wertvolles Mana erstellen, das zum einen sie selbst benötigten, das zum anderen aber auch für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Kann ich jetzt das Mana hier einfach reinschmeißen? Und so begann der erste Dämon damit, im Arcanium mächtiges Mana zu generieren. Ah, köstliches Mana! Schmiere ich mir gerne auf mein Sonntagsbrötchen, wenn mir meine Frau die Pantoffeln und die Zigarre reicht und ich die Zeitung aufschlage, um die Todesanzeigen. Aber wieder zurück zum Thema. Mana war auch für das sich nicht für Sonntagsbrötchen interessierende Böse wichtig, denn zum einen gierten seine Dämonen mit höherer Stufe danach, zum anderen konnte es benutzt werden, um mächtige Zauber zu wirken. Natürlich fackelte das aufgeregte Böse nicht lange und probierte das zeitnah aus. Joanschauer. Vor allem, ich kannte in der Unterwelt einen Meteorschauer starten. Das ist, also wenn da nicht Magie am Werke ist, dass sowas funktioniert. Oh, wir haben jetzt sogar zwei. Wir haben zwei Dungeon-Eingänge. Das wird lustig mit dem Verteidigen. Das wird lustig. So, habt ihr jetzt fertig ausgebuddelt? Wir hier einen Raum bauen können. So. Ja. Das können wir noch. Dann müssen wir das erst erforschen, oder wie? Müssen das. Forschungsmenü. Jesus. Das Versteck für die Horde. Dafür brauchen wir erst Bösartigkeit. Und hierfür brauchen wir auch erst Bösartigkeit. Und hierfür brauchen wir keine Bösartigkeit. Immerhin. Die hordischen Horden können sich hier erstmal einrichten. Sie denn anheuern. Platz sollten die paar Herrschaften haben. Für den Moment. Hier gibt es auch noch Gold zu finden. Apropos Gold. Wie viel haben wir hier in dieser Goldader? 12.000. Sollte damit noch reichen. Ja. Diese Karte strotzt ja nur so vor Reichtümern. Sollten wir uns alle schleunigst erschließen. Jetzt mal die Urwelt-Karte an. So, hier ist sein Lager, hier ist auch noch ein Lager. Das sind die Orte des Guten. Daneben den Lagern. Hier sind die Friedhöfe. Auf bald eine Werkstatt bauen, denke ich mal. Werden wir... Ei, hab ich's doch gewusst, das verdammte Spitzohr schleicht hier rum. Los, Männer, alle Wachen verdoppeln! Und lass mir was übrig! Du hast doch keine Chance gegen mich und das ultimative Böse. Deine Bierfahne stinkt bis in meinen Dungeon hinab, versoffener Wicht! Schwärmt aus und findet sie! Die Präsenz der Streitkräfte des wie ein Konfetti schmeißender Teletubby auffälligen Bösen war nicht länger ein Geheimnis. Tatsächlich war es erstaunlich, wie lange es den Streitern des Guten entgangen war. Gut, deren Anführer war ein Zwerg und der hatte üppige Biervorräte, aber ich schweife ab.
Es ist zu hoffen, dass die Verteidigung des Dungeons bereit ist. Habt ein paar Leutchen. Ich noch einen anheuern. Das macht ja Sinn, hier mittendrin ein Feld zum Ausgraben zu markieren. So, hier hinten werden wir dann unsere Werkstatt einrichten. Was sind wir hier für ein Text? Also, wie nennen wir die Kisten jetzt? Gewichtete Speicherkisten. Kann ich garantiert nicht erstechen. Du und deine Anspielungen. Ist der Kuchen schon fertig? Einfach mal voll auf Portal. So, Werkstatt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Nee, ich will das hier kennzeichnen. So, jetzt. Wo sind diese feindlichen Feinde? Hier sind sie. Meine Schergen, vernichtet sie. Nimm das, du Wurm. Hohohoho. Was für eine Goldader. Wortwörtlich, hier ist eine Goldader darunter. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Werkstatt. Diese Werkstatt brauchen wir in einem Bauomat. Kostet das Ding 150? Wir könnten nämlich auch zwei bauen. Egal. Noch haben wir das Geld. Noch. Hier mal Mana einsammeln. Das hier so rumschwirrt so frei. Schmeißen in den Mana-Schrein. Nachdem wir diese Invasion zurückgeschlagen haben, sollte ich mich mit meinen Einheiten doch bald mal daran machen, einen Ort des Guten einzunehmen. Ich habe euch gerade erst rekrutiert, jetzt sind ihr schon voll verpennt hier. Mann, oh Mann. Man kriegt einfach kein gutes Personal mehr heutzutage. Das ist schlimm. Komm, schnapp dir das, du Hand. Hier noch mehr. Den Mana mag man eben. Oder so ähnlich. Wie ist dein Hand? Ja, Imps. Imps. Ausgepennt. Ihr kommt jetzt mal alle hier mit. Auch. Und dann könnt ihr nachher auch noch, falls ihr dann noch lebt. Zahltag. Imp. Und irgendwo müsste noch einer rumfliegen. Hier ist er. Tod den Helden! Hier raus. Ui! Kommt, meine Schergen. Ho, ho, ho. Auf geht's. So. Können wir hier durch? Nee. Ich glaube nicht, dass wir hier direkt rüberkommen. Kleiner Umweg soll uns wohl nicht aufhalten. Fällt mir Bäume, ihr Schlafmützen! Wir brauchen Holz! Ach, Holz wird überbewertet. Hier, kriegt ein bisschen Feuer.
So, haben alle überlebt. Erstaunlich. Aber ich sehe schon, wir brauchen baldigst Nager, damit wir dann noch etwas Heilung verteilen können. Komm. Wäre schon einen verloren. Aber das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten und da ist Heilung. Nice. So, dieser Ort des Guten, wo lag er nur? Dem Bösen geweiht sein. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach nö. Kommt ihr auf einmal her? Jetzt sind wir ja gerade von dem Ausgang rausgekommen. Auch diese Bösartigkeit. Können wir hoffen, dass der Dungeon so lange ohne uns durchhält. Dungeon Herz wird angegriffen. So, alle Mann zurück. Und stimmt, wir können ja einen rekrutieren. Hier, Herr Ork. Hier, beweg dich. Tu, was du kannst. Auch wenn es nicht viel ist. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, die Nager. Und denen brauchen wir welche. Mehr Schnodderlinge brauchen wir mit nicht, glaube ich. Aber mehr Kreaturen. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Kommt schon, bewegt euch, ihr Maden. Vorwärts! Wir schleichen da einfach so rum. Bösartigkeit. Kompakte Bösartigkeit zum Einsammeln. Aber praktischerweise wandert diese Bösartigkeit ja direkt zu uns hierher. Diese Eindringlinge wären erstmals erledigt. Plakanium haben wir schon. Für unsere Dämonen. Dann erforschen wir hier mal die Wachstube. Etwas, das wir, glaube ich, gut brauchen können, indem wir sogar zwei Eingänge hier haben. Die bauen wir hier natürlich direkt zum Eingang, da wo sie am meisten Sinn macht. Eine Wachstube. Kommt sofort. Eben brauchen wir dann natürlich auch noch eine, aber erstmal will ich noch mehr Sachen hier freischalten. Höhle müssen wir noch ein klein bisschen warten. Auf Bösartigkeit. Zugewinn pro Minute 75. Ja, das geht doch schon ganz gut. Die Tüftlerhöhle, damit wir dann noch Fallen und Türen und das, den ganzen anderen lustigen Kram bauen können. Die gießen wir hier mal direkt an. Weil ich glaube, die Kisten brauchen es dann für da. Es ist Zahltag. Da müssen wir noch eine Zeile rüberziehen. Nein, diese nicht.
Grab schneller! Schnorni und Schnock. So, ihr bleibt gleich hier. Ich sagte, ihr bleibt gleich hier. Was ist los mit diesen Leuten? Nicht alles selber macht. Hier wollte ich ja noch eine Schatzkammer bauen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hammer. Kommen schon wieder von der Seite. Krieger und eine Novizin. Das ist nicht gerade die große Bedrohung. Aber man sollte es auch nicht unterschätzen. Du. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Komm schon, beweg dich. Vorwärts, ihr Maden. Bewegt euch. Macht diese meckrigen Helden fertig. Bewegung. Ah, so wird das gemacht. So, die Tüftlerhöhle ist fertig. Damit können wir auch das Tüftlermaschinarium hier bauen. Zack. Braucht ihr ganz schön viel Platz, Mann. Viel Platz. Aber am Platz soll es jetzt derzeit noch nicht scheitern hier. Komm, hier. So eine Trommel. Damit wir unsere Mannen zusammen trommeln können. Hier die Tür. Müssen wir das erst noch bauen hier? Damit wir dann noch Kippen haben. Gehen hier gleich mal zwei Nager. Jetzt sollten wir etwas ausbauen. Dafür machen wir hier mal Aufschüttung. Dann können wir unser Hordenversteck noch erweitern, um noch mehr Kreaturen unterzubringen. Um noch mehr Tod und Verderben zu sehen. Hier mal eine Tür rein. Und hier mal eine Tür rein. Ein paar Kisten ausgraben. Hier können wir auch ein paar Kisten ausgraben. Und noch mehr Gold. Überhaupt ein, wirklich eine sehr reichhaltige Map, was das angeht. So, mehr Kreaturen. Hier ist alles erforscht. Können wir mal noch unsere Einheiten verbessern. Ein paar Fallen. Pfeile fliegt und siegt. Schaltet die Pfeilfalle frei, die automatisch auf Gegner im Wirkungsbereich feuert. Zudem könnt ihr über die Schriftrollen auf drei weitere Fallen zugreifen, die ihr nutzen könnt, um Helden das Leben schwer zu machen. Sehr schön. Wenn wir das hier sinnvoll platzieren, nämlich können wir nicht. Ah doch, hier. Hier können wir eine hinbauen. Meine Oma könnte diese Basis schneller aufbauen und besser beschützen als ihr.
Hier abfallen. Aufstellen. Ach ja, Grimli? Dann fände es doch heraus. Ist noch eine Goldader. Wissen Sie, Mr. Powers, ich liebe Gold. Ja. Wollen wir mal noch einen Ort anheuern. Das ganze Gold können wir ja gut gebrauchen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach, schon wieder. Zwei. Schurken und eine Novizin. Ach, wie niedlich. Ihr beiden. Kümmert euch darum. Könnt ihr noch mit dem Zauber nachhelfen? Hier, ein kleiner Boost. Was sagtest du da, Grimli? Vielleicht auch. Eventuell können wir da überhaupt was dazu bauen? Nee, falsches Baumenü. Bei der Farm oder geht einfach nur. Einer pro Feld. Die Farm hat. Vier mal sechs Felder. So, noch können wir hier eine Schatzkammer bauen. Unsere Schätze zu verwalten. So. Ja, ich will auch nicht bauen. Hier, du kommst mit. Du kommst mit. Ich will auch nicht dieses Menü hier öffnen. Du kommst mit. Da kommen alle mit. So, Mampf mal fertig hier. So. Alle Mann an Deck! Sagt ihr alle, wo seid ihr nur? Tod allem Guten! Was du sagst, Talia. Was du sagst. So, hier treibt sich doch noch jemand rum. Kardashian. Gut. An die Arbeit. Mach dieses unsägliche Gute fertig. Auf nach Norden. Vernichtet dieses Camp! Los, ihr Faulpelze! Wir brauchen mehr Ressourcen für unsere Basis! Fraglich, ob er die bekommt. So. Hier. Das war's mit deinem Trupp, hä? So. Gleich mal. Hier die Zauberei als erstes beenden. Können wir gleich noch einen Meteorschauer draufhauen? Ja. Autsch. Auch noch mehr Meteore. Wo ist der Rest? Wo seid ihr alle hingekommen? Ha, dem hab ich's gezeigt. Hier, macht mal wieder. Ah, hey. Ach. Weil das ja immer noch steht.
Verdammt! Ich komme wieder.